Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen immer noch ein bisschen mit unserem Geld haushalten. Also wir haben ja gesagt, alles was unter 5 oder wenn wir über 5000 haben, werden wir auch Werbung machen. Momentan haben wir leider nicht so viel Geld, dass wir Werbung machen können. Geringe, das werden wir nicht kriegen, das ganze Geld, was wir da jetzt gerade gesehen haben. Und deswegen sind wir erstmal dabei, noch weiter auszubauen. Ich habe hier bei den... Achso, hier kann ich eigentlich das zweite Feature auch schon mal hinzufügen. Ach, guck mal, hier ist auch noch wieder ein anderes. Hochladen von Bildern. Ah. Und das können wir auch schon eigentlich theoretisch machen. Dateisystemkomponenten. Können wir machen, ne? Dateisystemkomponenten. Momentchen mal. Ich kann hier die Wolke, das kann ich machen. Und die Dateikomponente ist hier auch schon drin. Ah ja, gut, okay, also das können wir dann auch schon machen. Also dann müssen wir jetzt demnächst mal neue Mitarbeiter, also wir brauchen mehr, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Leute, also das nächstgrößere Büro brauchen wir dafür. Und dann kriegen wir das schon hin. So, wir machen leicht plus, das ist auch schon mal bekannt. Also wir machen so um die 100 Euro jetzt am Tag, glaube ich, ne? Wo sind wir denn? Hier unten? Ja, das sind 160 Euro knapp gewesen, die wir heute verdient haben. Gut, also wir sind nicht unbedingt darauf angewiesen, dass ihr gute Aufträge für uns kriegt. Wir können das auch überleben. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber leider haben wir die Datenbankkomponente noch nicht und ich da jetzt einen umgeschult habe, ausgebildet und ähnliches. Nein, das bringt es dann nicht. Obwohl hier das Training hoffentlich bald beendet ist. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann kann der wieder mitentwickeln. Was machst du gerade? Du machst gerade Backend-Komponenten. Ja, das ist auch wichtig. Da haben wir relativ wenig von. Du machst Eingabemodule. Da haben wir schon 13 Stück von. Auch ja nicht gar nicht so viele. Jetzt haben wir da 14 von, weil du die, machst die Backend-Module, ne? Ja. Gut. Dann geht der auch viel vorne auf UI-Schnittstellen. Beziehungsweise dann auf die anderen Sachen, die hier von dem Grafiker. Warte mal, was macht der Grafiker eigentlich gerade? 26, 29. Ja, okay. Das ist noch okay. Das kann man so machen. So. Suchen nur Aufträgen. Es dauert aber auch schon echt sehr, sehr lange. Sie ist auch schon wieder sehr, sehr demotiviert. Also ich muss die mal wieder ein bisschen trainieren, die Kleine. Damit das nicht ganz so auffällt. So, wie weit bist du eigentlich austrainiert? Ah, du bist vollkommen austrainiert. Alles klar. Gut, du bist jetzt erstmal dafür zuständig. Kannst aber davon, glaube ich, auch nur noch eine machen. Und dann müsste dann, oder zwei, müsste das andere wieder gemacht werden. Und hier haben wir was, das können wir bedienen. Das hat hohe Dringlichkeit. Da können wir dann erstmal schon mal wieder ein bisschen was... liefern. Da haben wir schon wieder ein bisschen Geld und da können wir dann mal ein bisschen wieder in Marketing investieren. Hier gehen wir auf jedem, glaube ich, habe bei jedem genügend Platz, dort mal ein Tausi auszugeben, oder? Na, hier nicht. Marketing hier, da ist Platz, oder? Features? Ja, 4000 Leute können da dazukommen. Da kann ich auch einmal eine Werbung anmachen. Gut. Dann können wir uns ein paar neue Investoren holen, was so ein bisschen mehr Geld wieder bringt. Gut. Läuft zu langsam, aber sicher. Also wir können ein Feature können wir schon mal auf jeden Fall richtig hochziehen. Das steht auf jeden Fall fest. So, du machst noch ein Frontend-Modul und dann geht dir das hier aus, ne? Ja, na gut. So, du machst die Backend-Module, die brauchen wir aber auch wirklich noch ein paar Stück. Kann man auch ganz gut verkaufen, beziehungsweise wir könnten natürlich damit... hier in der Feature-Liste eine Verbesserung herziehen oder uns auch wieder ein bisschen Computer-Units zurückbringen. Aber wir gucken erstmal. Vielleicht können wir auch was gut verkaufen. Na. 4400 bringt uns das. Nehmen wir an. Gut. Wir wollen ein paar Investoren anlocken. Wir werden nicht umhinkommen, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mal das Büro wechseln müssen, ins nächstgrößere. Die Anforderungen sind nicht erfüllt, dann machst du dir selber die Dinger, die du brauchst, um die Anforderungen zu erfüllen unendlich. Ja, automatisch. Gut. So, und wir haben ein bisschen Geld für Marketing und dann machen wir hier erstmal bei den kleinsten jeweils 2000 ins Marketing rein und bei... hier oben nochmal, ah ja, da kann man mit 1000 nochmal ein bisschen was wehren und wir werden das eine Feature hier nochmal ein bisschen verbessern, damit wir noch ein bisschen mehr Luft kriegen, dass wir noch ein paar da drunter kriegen. Und wir könnten es eigentlich theoretisch auch schon einmal oder zweimal verbessern, dass wir die Computer Units ein bisschen runterkriegen, also, ja. Gut, aber wir haben ja genug dort als
Möglichkeit. So, welche Feature haben wir hier als nächstes, was wir denn erforschen können? Ach, hier haben wir schon eins erforscht. Teilenfunktion, Hochland von Bildern. Das können wir also schon mal erforschen. Können wir theoretisch dann auch mit nutzen. Okay, gut. Da müssen wir natürlich aber erst unsere Leute für ausbilden, dass die uns dann auch die Teile dafür machen können. Das werden wir dann mal hier tun. Oder wir werden hier alles mal erforschen. So. Und dann kann der das schon mal. Ist jetzt auch ausgebildet vollkommen. Okay, gut. Und dann können wir, falls da mal irgendwann wieder eine Datenbankkomponente verlangt wird, können wir dann auch nochmal machen. So, ich dachte, wir haben mehr was direkt Firmware wird. Nee, eigentlich weiß ich nicht, ob es das geben sollte unbedingt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hohe Dringlichkeit. Jo. Auftrag annehmen. Die 6000 Dollar haben wir schon mal verdient wieder. Sehr gut. Das bringt uns dazu, dass wir jetzt hier bei der jungen Dame sagen können, sie kann das lernen. Und dann kann sie die Wolke auch machen. Dann brauchen wir da mal Dateisystemkomponenten. Gucken wir doch mal. Du kannst die machen. Dann hör da mal auf, wenn du dann fertig bist. So, dann machst du mal das. Oh, das geht relativ schnell. 2,5 Stunden macht da einer. Sehr gut. Dann lass uns da mal ein paar von produzieren. Dann können wir nämlich das andere Feature auch schon mit pushen. So, habe ich hier irgendwas vergessen? Nö. Gut, Zeitmaschine starten. Achso, ich hätte jetzt eigentlich theoretisch nochmal schnell hier unten beide mit Werbung belegen können. Machen wir jetzt. So, einmal werben. Jupp. Zweimal werben. Jupp. Und hier nochmal Werbung machen. Platz ist ja hoch genug, ne? Wir haben jetzt ja bis auf 100.000 Kamera. Also die 100.000, die streben wir natürlich hier mal an, dass wir das mal haben. Und wie viel Gewinn machen wir jetzt am Tag schon? Wir kommen von... Oh, sehe ich jetzt gar nicht mehr. Einen noch weiter zurückblättern. Von 7.700 geht es auf... Ist da hoch? Na, das ist gut. So, geringe Dringlichkeit. Ja, aber wir haben genug von den Dingern. Dann kann ich auch mal für 240 so ein Ding verkaufen. Jetzt. Eigentlich ist das viel zu billig. Aber gut. Haben wir das Geld erstmal verdient. Wir haben auch täglich jetzt nicht allzu viel gewinnt. So, um hier weiterzukommen, also bei unserem Streaming-Dienst müssen wir wirklich alle auf Level 2 dann nachher irgendwann mal haben. Das kann ganz schön teuer werden. Oder kann auch ganz schön teuer werden. Gut. Wir wollen dann mal gucken, was kommt. Warte mal, wie war denn das hier mit den Büromieten? Achso, Zeitmaschine starten. Am nächsten Tag erstmal an hier. So. Wir sind jetzt hier, ne? Oder? Nee, das ist das Hosting-Gebäude. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt hier? Kleines Bürogebäude. Maximal 8 Etagen ein. Hier zu Gebäude. Das haben wir ja. Das ist dann das mittlere Büro, ne? 20 Mitarbeiter, 35, 6000 im Monat. Was kostet uns das Ding jetzt hier im Monat? Es kostet doppelt so viel Miete am Tag statt 1000, statt 100, 200. Und wir können mehr Leute einstellen. Gut. Aber ich brauche 35.000 als Vorauszahler. Gut, dann wissen wir das schon mal. Also ist das nächste Ziel, die 35.000 dafür zu erreichen, dass wir umziehen können. Warte mal, hier war Gehe zu. Ah ja, funktioniert. Gut. Naja. Was dann halt so ist. Also müssen wir jetzt ein bisschen Geld zusammensparen, beziehungsweise vielleicht dann doch mal einen schönen Auftrag nochmal kriegen. Einen richtig fetten Monsterauftrag, das wäre gut. Obwohl ich sagen muss, hier natürlich noch ein bisschen ausbilden wir auch ganz gut. So, und hier UI-Komponenten. Aha. Wie sieht es hier aus? Upsala. Netzwerkkomponenten wären jetzt relativ wenig. Da haben wir schon 5 von. Okay, dann kannst du ja mit dem 5 können wir da erstmal liegen lassen. Produzier mal davon welche. Damit wir welche zum Verkauf haben. So, hier haben wir jetzt 1900. Na gut, jetzt können wir wirklich... Nee, also Netzwerk kann ich jetzt gerade nicht verkaufen. Netzwerk brauche ich ja. Wer macht ein Netzwerk? Backend-Module braucht Netzwerk, ne? Das Ding brauche ich UI-Komponenten. Okay, wie viel habe ich davon noch? Da habe ich auch nicht mehr allzu viel von, ne? 5. Gut. Und die sind beide hier jetzt nicht mehr so ganz so gut gelaunt. Das minus 50%. Ich möchte den so ungern in den Urlaub schicken. Also er soll mir noch wenigstens so 5 von diesen Datenbankdingern noch mal auf Lager legen. Und du gehst dann von Backend-Komponenten mal weg. Und machst du mal noch ein paar Netzwerkkomponenten. Ah, jetzt ist ja wieder einigermaßen gelaunt. Okay. So. Und du hast Backend-Module. Da haben wir 10 Stück von den 11 gleich. Das reicht erstmal. Dann könnten wir theoretisch das machen, aber nee, wir machen damit weiter, ne?
Damit machen wir weiter. Du musst die Schnittstellen-Dinger. Naja, gut, da geht hier immer beim Grafiker was weg. Müssen wir mal gucken hier. Da hat er dafür 30 von. Der kann auch mal aufhören, wenn er dann. Und. Wirklich? Die Dinger machen. So. Jetzt auch untätig. Warum eigentlich? Dinger machen. Genau. Sollte die Dinger machen, genau. Schnittstellmodul, du machst. Ah ja, okay. Du bist untätig, du machst jetzt die Dinger wieder, weil da haben wir jetzt die wenigsten von. Gut, Zeitmaschine starten, weiter geht's. Tag 117, wir haben einen neuen Auftrag, mittlere Dringlichkeit, da können wir mal einen Preis festsetzen. Nehmen wir mal 350. Mal gucken, ob wir einen kriegen. Ne, kriegen wir nicht 300, das ist so die Grenze. Okay. Nee, mach weiter. Oder warte mal. Kannst du schon mittlere Aufträge suchen? Nee, kannst du nicht. Dachte ich mir fast. Ich trainiere dich. Das ist natürlich auch. Ja, komm, lass uns einmal einen Tag trainieren. So. Du bist vom Training her. Ach so, auch voll ausgebildet. Okay. Du bist vom Training her voll ausgebildet. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Wie sieht es bei dir aus mit dem Training? Naja, dann kann man auch ein bisschen optimieren. Okay. Du trainierst jetzt gerade. Also, wir trainieren dich erstmal hoch, dass du da vielleicht 100 hast. Damit deine schlechte Laune uns nicht allzu weit runterzieht. Gut. Läuft ja so langsam. Also ein eigenes Unternehmen führen, so ganz ohne, dass man jetzt hier diese Investorziele hat. Ne, das ist schon. Das war schon ein gutes Zubrot, wenn man das so generell immer dazu gekriegt hat. Ne? Das muss man schon sagen. Das war schon. Das hat schon was ausgemacht. So. Könnten die mir jetzt den 7-Stunden-Arbeitstag nicht, aber noch die andere Pflanze mit Vase. Können wir mal gucken, was kostet die andere Pflanze mit Vase. Kostet ein Huni. Komm, ich stelle mir auch nochmal hin hier. So, und dann freut er sich nochmal ein bisschen mehr. Zeitmaschine starten, 2% schneller dadurch. Der junge Herr hier. Das könnte uns vielleicht ein wenig Entwicklungszeit bringen, aber nein. So, aber da hat er auch schon 4 Stück von gemacht. Kann er ja erstmal aufhören und dann macht er Netzwerkkomponenten. So, du machst die Frontend-Module. Gut, sehr gut. Dann mach du mir mal Netzwerkkomponenten. So, wie weit bist du trainiert? 102, dann kannst du mal das Training unterbrechen und kannst mal wieder als Vertriebsleiter Aufträge suchen. Hat sich krank gemeldet, unsere Forscherin, na sowas aber auch. Apropos Forscherin, wir könnten ja mal noch ein paar Features erstmal freisetzen. Erforschen können wir sie ja schon mal, das ist ja nicht mehr so schlimm. Bestätigt. Dann haben wir sie nämlich schon mal. Falls wir sie mal brauchen. Oh, sie ist aber auch schon mies gelaunt hier. Was kann ich ihr denn noch Gutes tun? Kleine Rentenversicherung und kostenlose Getränke. Ne? Das kostet natürlich auch wieder Geld. Also mal so uns jetzt mit diesen kleinen Schritten hier unsere 35.000 erarbeiten wollen. Würden wir hinkriegen. Kein Thema. Also es würde jetzt so funktionieren, dass wir das Geld zusammenkriegen. Und ich werde jetzt hier, damit wir in dieser Folge, na, das wird knapp, aber wir probieren es einfach mal. Marketing, brauchen wir nochmal 2000 raus hier für StudiVZ, damit wir die 100.000 kriegen. Das ist so ein Ziel, das macht sich immer ganz gut. So, hier haben wir ein Angebot, mittlere Dringlichkeit 2600. Oder gehen wir 2 Stück davon schon weg? Naja, gut, okay. Sind ja schnell wieder hergestellt. 2600 Dollar. So. Wie können wir denn mal hier reinhauen ins Marketing? Komm. Hilft uns alles nichts, wenn wir 35.000 erreichen wollen, ne? Ja gut. Aber wenn man halt eben dadurch die dauerhaften Einnahmen natürlich erhöhen kann, ist das natürlich nicht schlecht. Und du willst echt kostenlose Getränke. Was kosten mich kostenlose Getränke? Vorteile. Kostenlose Getränke. 690. Das geht ja nicht alles noch, ne? 690, das wären durch 3, wären das 230, es wären 26, 23 pro Tag kommen. Wenn ich dafür 5% von dir kriege, dann mache ich das. Zeitmaschine starten und wir haben die 100.000 überschritten, sehr schön. So, insgesamt haben wir ja schon weit über 200.000 User auf unseren Webseiten. So, das hat jetzt gebracht von 5.600, naja 400. So, hier ist nochmal ein mittlerer Dringlichkeitsauftrag. Auftrag annehmen, 2400 verdient. Ja, gut. So. Das sieht immer so doof aus, wenn hier immer 0 neue Investoren steht. Das ist ein bisschen, aber gut. Ist jetzt erstmal nicht zu ändern. Was bist du denn hier? Die 15 Firewalls hast du gemacht.
Du kannst ja mal mit aufhören, aber die ist auch schon so richtig langsam, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, braucht halt auch Urlaub, ne? Minus 48% bei 80% generell, ja. Ja, es ist halt so. Ich bin hier mit meinen Leuten, die sind natürlich schon doch an der Kotzgrenze, hätte ich bald gesagt. So. Dann mach du mal auch Netzwerkkomponenten mit. Schnittstellen, Frontend. Okay, gut. Ja, komm hier, mach 3 Tage Urlaub. Damit du wenigstens gute Laune hast. So. Neuer Tag, neues Glück. Neuer Auftrag. Sehr schön. Mit hoher Dringlichkeit. Oh, sehr gut. Da können wir ein bisschen Geld verdienen mit. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Da können wir, machen wir 530. 5000 Dollar. Ah, Obergott. 5 Euro die Stunde billiger gewesen. Schade. Schade. Die 11.000 hätten jetzt was gut getan. Auf dem Weg zu 35.000. Also wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir da hinkommen, dass wir das neue Büro haben, damit ich mehr Mitarbeiter habe, damit ich mit mehr Mitarbeitern mehr Komponenten machen kann, damit ich hier schneller weiterkomme. Gut. Da fehlt uns immer noch das Geld, um das Marketing zu machen, aber man kann ja hoffen, ne? Wenn wir es hinkriegen würden, dass wir 1.000 plus haben, dass wir jedes Mal irgendwo einmal Marketing anmachen könnten, wäre auch schon gut. Wo sind wir denn da jetzt? Dass man hier nicht so eine Bilanz, eine Tagesbilanz kriegt, ne? Pro Tag. 1514 Dollar. Also meine Einnahmen, oder? Nee. Ja, doch. Nee. Hm. 1300, 1400. Nee, das ist mehr. Hm. Na gut. Wir haben einen neuen Auftrag. Mittlere Dringlichkeit 4000 Dollar. Den nehmen wir an. Zack. So, dann sind wir schon bei 12.000. 13.000. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann wollen wir ihm mal... Ach ne, das machen wir. Der macht heute den ganzen Tag. Arbeitet er noch durch, die auch den ganzen Tag. Und dann machen sie beide mal einen Tag lang Urlaub. Damit wir dann den beiden mal ein bisschen Ruhe gönnen. So, kombiniere. Achso, kombiniere, kombiniere. Ja, da haben wir ja noch genug von den Dingern. Achso, warte mal. Du kannst doch schon die Dinger machen, ne? Nee, du nicht. Du? Kannst die machen. Dann kann ich ja eigentlich mal sagen, dann 6 Stück von da, 9 haben wir davon schon. Mach doch dann mal die Dinger dort. So. Was willst du? Oh, du willst ja jede Menge verkaufen. 2 davon. Ach, ja, die Dinger will ich dann machen und ich verkaufe gerade die Datenbank. Naja, gut, okay. Sind ja schnell wieder produziert. 4600 Dollar. Nehmen wir mal an. So, gut. Du machst dann keine Netzwerkkomponente mehr. Du gehst dann wieder erstmal auf... Die Dinger hier, dann machst du 2,5 Stunden, naja, machst du mir keinen mehr, ne? Wenn ich dich jetzt gleich in Urlaub schicke. Ne, der macht mir keine mehr. Wie lange brauchst denn du dafür, um das zu machen? Ein Tag Urlaub. Ein Tag Urlaub. So, wie lange brauchst du, um so ein Ding zu machen? 4,7 Stunden. Das heißt, du kannst mir eine machen, das bringt dir dann auch nichts. Das bringt dir dann auch nichts. Dann lassen wir die lieber wieder da sein. Gut, aber das soll es erstmal gewesen sein wieder heute. Wir haben jetzt 18.000 Dollar immerhin. Wir sind auf dem Weg, die 35.000 zu verdienen. Ich denke, wir werden zwischendurch nochmal ein bisschen was ausgeben. Ich werde jetzt erstmal die Grenze auf 20.000 anlegen und sagen, dass wir bis Tag 125 die 20.000 unbedingt haben wollen. Also das heißt, es muss mindestens auch ein Auftrag dabei sein. Alles, was drüber ist, können wir dann erstmal nochmal in Marketing investieren, damit wir vielleicht noch ein bisschen Kohle hier aus den verschiedenen Sachen rauskriegen. Wir können da ja durchaus noch Leute, gering nicht, wir können ja durchaus noch Leute reinbringen. Also hier, da können wir ja die Einnahmen von den beiden Seiten, können wir durchaus noch verdoppeln. Weiß ich nicht, ob ich da nochmal einen Server dazustellen muss, aber mein Gott, der kostet 40 Dollar, wenn ich dann 250 damit verdiene. Dann habe ich immer noch 210 Dollar pro Tag mehr pro Produkt. Und StudiVZ macht doch eigentlich ganz gut schon, ne? 600 und pro Tag. Da sind ja die Serverkosten schon rausgerechnet. Also, ist schon okay. Gut. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Momentan zieht es ein bisschen, aber das hoffentlich wird sich die nächsten Tage dann wieder mal beschleunigen, wenn wir das Geld zusammen haben. Und wenn wir dann
durchaus auch, ach, das hat sich krank gemeldet, na gut, durchaus auch die Chance haben, mehr zu verdienen. Und das neue Büro beziehen. Muss unbedingt ein Ziel sein von uns, dass wir das neue Büro kriegen. In der nächsten Folge hier nochmal einen Auftrag, geringe Dringlichkeit, das lehnen wir direkt ab. Gut, du bist untätig. Warum bist du untätig? Weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass du das nicht mehr automatisch machen sollst. Keine Ahnung, hat das echt so lange gedauert? Wie lange brauchst du dafür? 6,4 Stunden? 6,4 Stunden? Du hast ja auch einen Tag im Urlaub, ne? Stimmt, da war ja was. War trotzdessen noch so schlecht? Oh Mann. Na gut, okay, also dann. Tschüss, bis morgen.